Carolina, Teil 3. Die Liebe gibt alles. Im Mutterhaus der Schulschwestern in München lebte eine alte französische Schwester des Ordens Notre Dame. Sie hieß Sœur Walburg und war blind. Wir, die Novizinnen, lasen ihr immer wieder vor. Sie erzählte uns viel über Mutter Theresia, die sie seit Kindestagen kannte. Sœur Walburg bewegte sich immer schwerfälliger. Sie brauchte immer mehr Hilfe. Auch wir Novizinnen kümmerten uns um sie. Im Jahre 1847 hatten wir Einkleidung. Kurz bevor sich Mutter Theresia mit 4 Schwestern und der Novizin Emanuela auf den Weg nach Übersee machte, um dort die amerikanische Mission zu gründen. Von dort schickte Mutter Theresia regelmäßig Berichte nach Hause, wenn wir Sœur Walburg auf die Terrasse setzten, wo sie sich so gern den Lärm der Schulkinder anhörte, lasen wir auch ihr diese Briefe vor. Manchmal schickte ihr Mutter Theresia auch persönliche Nachrichten, da sie eine besondere Nähe zueinander hatten. Eines Tages bat Mutter Theresia Sœur Walburg sehr liebevoll darum, nicht zu sterben, bis sie aus Amerika zurückgekehrt sei. Sie wollte nämlich an ihrem Sterbebett da sein und ihre Augen schließen, weil sie dies bei ihrer eigenen Mutter in den letzten Stunden nicht konnte. Sœur Walburg wartete treu auf Mutter Theresia, betete für ihre Mission und erzählte noch mehr über sie. Eine der Novizinnen, Maria Elfrieda, nahm sich jeden Tag Zeit zu notieren, was wir an dem Tag gehört hatten. Langsam entstand daraus eine kleine Chronik. Wir waren schon im Oktober 1825 und das Schuljahr hatte noch nicht begonnen. Mutter Theresia bzw. das 28-jährige Fräulein Carolina wurde unsicher. Das 28-jährige Fräulein Carolina wurde unsicher. Sollte sie ihrer Mutter, die inzwischen Witwe geworden ist, beim Schifffahrtsunternehmen des verstorbenen Vaters helfen oder sollte sie ihre Berufung als Lehrerin wahrnehmen, unter den Kindern leben und alles für sie tun? Einmal ging sie den ganzen Tag nicht nach Hause, weil sie in ihren Gedanken vertieft in der Kirche blieb. Sie bat Gott in einem innigen Gebet, ihr seinen Willen zu zeigen. Sie bat ihn um ein wegweisendes Zeichen. Josef I., der die Ordensgemeinschaften aufgelöst und das Wirken der katholischen Kirche eingeschränkt hatte, war genau an diesem Tag verstorben. Es wurde erzählt, wenn sein Sohn auf den Thron komme, dann würden die Klöster wieder geöffnet werden. Es lebe König Ludwig! Im ganzen Land wurde gefeiert und Carolina bekam die Antwort. Gott hatte sie berufen, Ordensschwester zu werden und ihr ganzes Leben ihm zu widmen. Mutter Franziska wartete schon auf Carolina, damit sie mit ihrer Tochter über die Zukunft sprechen konnte, da sie immer einen sehr offenen Austausch gemeinsam pflegten. Carolina offenbarte
dass sie Ordensschwester werden möchte. Ihre Mutter hatte schon länger das Gefühl, dass ihre Tochter von Gott berufen sei. So brauchte Carolina keine weiteren Erklärungen zu geben. Mutter Franziska entschied sich sogar, das von ihrem Mann Willibald hinterlassene Schifffahrtsunternehmen aufzugeben, zu ihrer Tochter zu ziehen, um in Zukunft ihrer Tochter und damit der Schule und der Gemeinschaft der Lehrerinnen zu dienen. Der Haushalt der Familie Gerhardinger wurde aufgelöst. Viele Einrichtungsgegenstände wurden den Familien der ärmeren Schülerinnen verschenkt. Andere Sachen konnte man in der Schule und in der Gemeinschaft der jungen Lehrerinnen gebrauchen. Mutter Franziska sagte während des Umzugs öfters: Die Liebe gibt alles. Seitdem war das ein Lieblingsspruch im Haus der jungen Frauen. Mutter Franziska war eine wunderbare Frau. Sie verwöhnte unsere Gemeinschaft morgens bis abends. Anna Hotz, Sir Josepha, Fräulein Späth und ich waren von ihr ganz angetan. So eine Zuwendung war uns vorher unbekannt. So verwöhnt zu werden, das hatten die jungen Lehrerinnen noch nie erfahren. Carolina wurde aber klar, dass dieser Überfluss aus der Gemeinschaftskasse nicht zu zahlen war, sodass es offensichtlich wurde, dass Mutter Franziska diese Wohltaten aus der eigenen Kasse finanziert hatte. Sie hatte sehr sanft erklärt, dass sie diese Art der Aufmerksamkeit und Liebe zwar sehr zu schätzen wisse, aber sie sich entschlossen hätten, aus der Liebe zu Gott so bescheiden wie die Armen zu leben. Für Mutter Franziska bedeutete dies zwar ein Opfer, dass sie den Haushalt etwas bescheidener führen sollte, aber sie war schnell getröstet, weil sie tausende von Ideen hatte, wie sie ihre fürsorgliche Liebe auf andere Weise ausdrücken könnte. Pfarrer Wittmann stammte aus Pleistein. In seinem Geburtshaus hatte er manchmal seine Priesterfreunde. Bischof Seiler und dessen Sekretär Melchior Diepenbrock zu Gast. Das Hauptthema am Tisch war diesmal die kirchenfreundliche Politik des neuen Königs. Bischof Seiler erzählte, dass er an der Universität in Landshut der Professor des jungen Kronprinzen Ludwig gewesen sei und dass er diesen dort als gutmütigen Jungen kennengelernt habe. Pfarrer Wittmann hat im Gespräch seine Hoffnung formuliert, dass die Lehrerinnen der Schule in Stadt am Hof einmal mit der Unterstützung des Königs vielleicht ein Kloster im Sinne der Schwestern des Ordens Notre Dame gründen könnten. Sie vereinbarten auch, dass die Mädchenschule vom Sekretär aufgesucht und dem Bischof davon berichtet werde. Also dann, es lebe König Ludwig! Es lebe König Ludwig! Der Sekretär nahm auch einige seiner Ministranten mit, die an der Musikstunde teilnehmen konnten. Musik.
hatte einen positiven Eindruck, was die Disziplin der Schülerinnen, die Vorbereitung der Lehrerinnen und die Stimmung an der Schule betraf. Ab diesem Zeitpunkt unterstützte er zusammen mit Bischof Seiler die Schule in allen Angelegenheiten. In dieser Zeit dachte noch niemand daran, dass in 20 Jahren Diepenbrock zum Erzbischof von Breslau ernannt werden würde und dass Carolina, später Mutter Theresia genannt, und ihre Gefährtinnen als Schulschwestern von ihm nach Schlesien eingeladen werden würden. Noch in demselben Jahr wurden wir vor eine große Herausforderung gestellt. Hilf Maria, es ist Zeit, Mutter der Barmherzigkeit. Du bist mächtig, uns in Nöten und Gefahren zu erretten. Denn wo Menschen Hilf gebricht, mangelt doch die deine nicht. Nein, du kannst das heiße Flehen deiner Kinder nicht verschmähen. Zeige, dass du Mutter bist, wo die Not am größten ist. Hilf Maria, es ist Zeit, Mutter der Barmherzigkeit. Christus, heile Carolina, befreie sie von ihrem Leiden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Carolina lag an Gicht, erkrankt, geschwächt in ihrer Kammer, wo sie nun wohnte, da sie ihr Zimmer der Nähschule überlassen hatte. Sie schlief aus Demut auf dem Boden. Und das änderte sich nicht einmal während ihrer Krankheit. Sie hatte sehr starke Schmerzen und sie litt selbst bei der Berührung ihrer Decke. Wir bitten dich, heilige Jungfrau, lass es nicht zu, dass wir Carolina verlieren. Hilf Maria, es ist Zeit, Mutter der Barmherzigkeit. Du bist mächtig, uns in Nöten und Gefahren zu erretten. Denn wo Menschen Hilf gebricht, mangelt doch die deine nicht. Nein, du kannst das heiße Flehen deiner Kinder nicht verschmähen. Zeige, dass du Mutter bist, wo die Not am größten ist. Hilf Maria, es ist Zeit, Mutter der Barmherzigkeit. Gott erhörte unsere unzähligen Gebete und eines Morgens war endlich das Leiden von Carolina gestillt. Auch Jahre später kam es noch mehrere Male vor, dass Carolina, nun Mutter Theresia genannt, schwer erkrankt war und sie die Krankheit nach menschlichem Ermessen nicht überleben würde. Es hat sich aber doch immer wieder herausgestellt, dass die göttliche Vorsehung sie brauchte. Gott hatte noch weitere Pläne mit ihr. Es herrschte weiter Stille im Haus. Die kleine Gemeinschaft fastete und betete. Aber sie waren zugleich voller Hoffnung, dass Carolina wieder geheilt werde. Auf sie wurde auch in der Schule sehr gewartet. So kam es zum 29. Geburtstag von Carolina. Jede im Haus hat auch an diesem Tag ihre gewohnte Arbeit verrichtet. Sir Walburg
war in der Sakristei der Schulkapelle tätig. An diesem Tag wurden sie auf einen bis jetzt ungewohnten Ton aufmerksam, über den sich alle sehr freuten. Carolinas Genesung brachte uns allen Erneuerung. Auf diesem Weg wurde uns allen erst klar, dass sie das Herz und die Seele der Gemeinschaft ist. Ein Jahr später, kurz nach dem 30. Geburtstag von Carolina, konnte das Wohnhaus der Familie Gerhardinger verkauft werden. Als sie das letzte Mal das Elternhaus verließ, fielen ihr die Worte ihrer Mutter ein. Die Liebe gibt alles. Die Liebe gibt mit Freuden alles, ergänzte sie den Satz. Immer wieder, täglich. Der Kaufpreis für das Haus wurde zur Unterstützung der armen und verwaisten Kinder verwendet. Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Pater de celis Deus, miserere nobis, Filii ebdem Domo di Deus. Es ist der Tag gekommen, an dem Diakon Matthias Siegert von Bischof Seiler zum Priester geweiht wurde. Dieser war damals Priesteramtskandidat und wurde von Pfarrer Wittmann, welcher Direktor des Seminars war, oft zu den Veranstaltungen der Schule in Stadt am Hof mitgenommen. Damit wollte er sich in aller Stille einen Nachfolger ziehen, der im Falle seines Todes die Unterstützung der Schule von ihm übernehmen würde. Matthias Siegert eignete sich bestens für diese Aufgabe. Er konnte sich mit den Kindern gut verständigen, führte ein beispielhaftes, spirituelles Leben, sodass Pfarrer Wittmann daran dachte, dass er später auch die spirituelle Leitung der Lehrerinnen von ihm übernehmen könnte. Sancte Patriarcha et Prophete, ora te pro nobis, Sancte Petri et Paulus. Carolina kam es von Anfang an so vor, als ob der Herr in der Person von Matthias Siegert ihren verlorenen Bruder Ignatius zurückgeschickt hätte. Sancti Johannes et Jakobe, ora te pro nobis, Sancte Mater. Omne sancte apostoli, ora te pro nobis, sancte Marche, ora pro nobis, Santa Maria Magdalena, ora. Am gleichen Tag besuchte Franz Sebastian Job, der alte Freund von Pfarrer Wittmann, Altötting, dem berühmten bayerischen Marienwallfahrtsort. Er war Hofkaplan des österreichischen Kaisers Franz I. und Beichtvater seiner Frau, der Kaiserin Caroline Auguste, die zugleich die Schwester des bayerischen Königs Ludwig I. war. Hofkaplan Job war gerade auf dem Rückweg von seiner Heimatstadt Neuenburg vom Wald zum Wiener Hof, als er den Marienwallfahrtsort unterwegs aufsuchte. Er war besorgt um seine Heimatstadt, die seit den Napoleonischen Kriegen sehr verarmt war. Er sagte, dass die Eltern wegen der großen Not viel arbeiten müssten und wenig Zeit für ihre Kinder übrig hätten. Hofkaplan Job bat um die Fürsprache der heiligen Jungfrau, dass es gelingen möge, in Neuenburg vom Wald Ordensschwestern anzusiedeln, die für eine gute Erziehung der alleingelassenen Kinder sorgen mögen. Er wollte während seines Aufenthaltes notwendige Schritte zur Eröffnung der Klosterschule voranbringen, aber er scheiterte. Ausgerechnet sein eigener Bruder, Pfarrer Martin Job, war der größte Gegner seines Vorhabens. Hofkaplan Job musste erfahren, dass keiner ein Prophet im eigenen Land ist. Heilige Jungfrau, ich gebe diese Angelegenheit in deine Hand. Hofkaplan Job verließ Altötting in Frieden. In der Nähe von Salzburg übernachtete er bei den Franziskanerinnen. Er hätte sich unter anderem auch vorstellen können, dass diese nach Neuenburg vom Wald kommen. Er verbrachte bei ihnen ein paar Tage in Stille und kehrte, seelisch gestärkt, nach Wien zurück. Er kam in Schönbrunn, der kaiserlichen Sommerresidenz, an.
nach der Etikette des Hofes, suchte er zuerst die Kaiserin Caroline Auguste auf und erkundigte sich nach ihrem Wohlbefinden. Dann zog er sich in sein Arbeitszimmer zurück und beschäftigte sich mit seinen Sonntagspredigten. Er hatte ein großes Wissen und war ein ausgezeichneter Redner. Regelmäßig predigte er an drei Orten: in der Kirche der Augustiner für die Reichen, in der Kirche des Krankenhauses der Kongregation der Schwestern der Heiligen Elisabeth für die Armen und in der Hofkapelle für das Hofvolk und zugleich für das Kaiserpaar. Ehre sei dir, Herr, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Weihbischof Seiler wurde zum Diözesanbischof ernannt, sodass Pfarrer Wittmann Weihbischof wurde. Er betrachtete seinen neuen Dienst als eine neue Möglichkeit, sich um die geistige Erneuerung von Regensburg und Stadt am Hof noch mehr einsetzen zu können. Für die Mädchenschule sah er dabei eine wichtige Rolle vor. Weihbischof Wittmann sehnte sich sehr danach, dass Carolina einen neuen Orden für das Schulwesen gründete, der dem Orden Notre Dame ähnlich sein sollte, dabei aber den Bedürfnissen der modernen Zeit viel mehr entsprach. Nie sprach Weihbischof Wittmann darüber mit Carolina. Vertrauensvoll übergab er das Anliegen der Berufung Gott. Carolina hörte die Berufung Gottes und sie war mit Anna zusammen bereit, ihr zu folgen. Zur Ordensgründung brauchte man aber ein großes Gebäude und viel Geld. Sie stellten einen Antrag, in dem sie um das zu Unrecht beschlagnahmte Kapital der Schwestern des Ordens Notre Dame baten. Als Gebäude wollten sie das ehemalige St. Mang-Kloster der Augustiner. Die Mönche des Klosters St. Mang und die Schwestern des Ordens Notre Dame hatten bis zur Auflösung der Orden gut zusammengearbeitet. Selbst Carolina hatte das noch in Erinnerung. Fräulein Späth nahm an der Planung nicht teil, aber Sir Walburg erklärte sich bereit, die Leiterin der neuen Gemeinschaft zu werden. Zum Antrag schrieb Pfarrer Wittmann als Weihbischof eine Empfehlung an den Innenminister Eduard von Schenk, den er auch persönlich kannte. Er bestätigte, dass Carolina Gerhardinger und Anna Hotz seit 20 Jahren mit unermüdlichem Fleiß und großer Begabung in der Königlichen Mädchenschule in Stadt am Hof unterrichteten. Er schrieb auch an seinen Freund, Hofkaplan Franz Sebastian Job, einen Brief, in dem er ihn um die finanzielle Unterstützung zur Wiederherstellung der Klosterschule in Stadt am Hof und bei der Gründung eines neuen Ordens für das Schulwesen bat, falls er in der Lage sei. Hofkaplan Job zögerte nicht lange mit der Antwort und bot ihnen zur Gründung eine größere Summe an. Zugleich fühlte er wieder den Schmerz darüber, dass er in seiner Heimat mit der Gründung einer Klosterschule gescheitert war. So fügte er seinen Brief hinzu, dass er auch selbst an Wittmann eine Bitte habe. Er wollte gern, dass er als Weihbischof auch in Neuenburg vom Wald eine Klosterschule gründen würde. Vielleicht würden Pfarrer Martin Job und die Stadtväter von Neuenburg besser auf ihn hören. Schließlich wurde dieser Brief aber doch nicht abgeschickt, sondern er verschwand in der Schublade. Er schrieb einen neuen Brief, indem er seine Hilfe ohne Gegenleistung anbot. Carolina fuhr allein in die bayerische Hauptstadt, um den Antrag im Ministerium einzureichen. Der König und seine Regierung waren noch in der Sommerresidenz Nymphenburg. Deshalb sollte sie dorthin fahren, um Innenminister Eduard von Schenk zu treffen. Sie musste in Sachen Diplomatie ihr großes Geschick beweisen. Auch später als Oberin musste sie immer wieder in Verhandlungen geschickt Stellung beziehen. Die Angelegenheiten des Ordens vertrat sie mutig, weil sie darin die Sache Gottes erkannte. In diesen Momenten achtete sie sehr darauf,
dass sie die Anwesenheit Gottes erwähnte. Sie betete immer sehr intensiv um die Erfüllung seines Willens. Fräulein Gerhardinger? Ja. Wir machen alles möglich im Interesse der Angelegenheit. Danke. Gott segne Sie. Gott segne Sie. Carolina fühlte sich dem lang ersehnten Ziel nahe. Es schien, dass ihrem Traum nichts mehr im Weg stehen würde. Der Innenminister machte den Antrag der Regierung bei der Regionalverwaltung bekannt, wo er genehmigt wurde. Dann wurden die Lehrerinnen aufgefordert, einen ausführlichen Plan anzufertigen, der von ihnen innerhalb von einigen Tagen ausgefertigt wurde. Der Plan erschien Innenminister von Schenk realisierbar und er gab seine Einwilligung. Dann sollte der Antrag nur noch vom Rat der Stadt statt am Hof angenommen werden. Anna Hotz ging zum Rathaus, wo ihnen für 7 Uhr die Aushändigung der Entscheidung des Magistrats versprochen worden war. Die Schule in Stadt am Hof ist eine Musterschule der Stadt. Das ist nicht anzuzweifeln. Der Gerhardinger Hotz-Antrag ist aber völlig überflüssig. Wozu braucht man denn ein Kloster, damit diese Schule weiterhin gut funktioniert? Das Kapital des ehemaligen Klosters des Ordens Notre Dame könnte auch für nützlichere Zwecke verwendet werden. Das Gebäude des St. Mann-Klosters bringt uns gutes Geld, seitdem es dem Gerichtshof vermietet worden ist. Es wäre unverantwortlich von uns, das Huhn, das uns goldene Eier legt, an einige Nonnen und einige Schulkinder zu verschwenden. Vergessen wir nicht, meine Herren, was für Skandale von diesen Lehrerinnen verursacht wurden. Wegen ihrer bigotten Religionsausübung wurde in Stadt am Hof bereits eine Untersuchung von der Schulbehörde der Regierung eingeleitet. Haben wir es nötig? Sogar in den Wirtschaften wird von den jungen Männern beim Bier über diese Nonnenlehrerinnen gespottet. Wir brauchen hier keine Klosterschule. Unverantwortlich, angeberisch und eingebildet ist dieser Antrag. Wir sind verpflichtet, uns die Interessen der Stadt vor Augen zu halten. Und Schluss! Meine Herren, ich fasse die Entscheidung zusammen und bitte den Notar, sie schriftlich zu erfassen. Fräulein Gerhardinger? Anna Hotz bin ich. Das ist auch in Ordnung. Danke. Der Beschluss des Magistrats der Stadt, Stadt am Hof, Nummer 347-1829. Der private Wunsch der königlichen Lehrerinnen Carolina Gerhardinger und Anna Hotz nach einem Klosterleben kann vom Rat der Stadt nicht unterstützt werden. Es wird vorgeschlagen, dass sie in ein schon existierendes Kloster eintreten und von der Stadt für die Aufnahme neuer Lehrerinnen in die Mädchenschule gesorgt wird. Ende des dritten Teiles.